Hallo und willkommen zu einer neuen Serie an Videos und zwar über die Asynchronmaschine. Wir sprechen also weiterhin über Elektrotechnik, dieses Mal über einen weiteren Maschinentyp, die Asynchronmaschine. Was ist eine Asynchronmaschine? Nun, eine Asynchronmaschine ist eine sogenannte Drehstrommaschine. Wenn wir sehen, was das bedeutet, ja, gibt es eine eigene Serie über Drehstrom, was Drehstrom überhaupt ist, aber wie man das benutzen kann, um eine rotierende Maschine zu erzeugen, oder auch Linearmotoren, das geht auch, das schauen wir uns an. Okay? Das schauen wir uns an. Also die sogenannte Asynchronmaschine. Jetzt ist die Asynchronmaschine ist heutzutage die Maschine. Ende. Ja? Gerade in der Energieerzeugung gibt es noch Synchronmaschinen, wie die funktionieren. Schauen wir sie später an, aber im Antriebssektor oder das sind eigentlich nur Asynchronmaschinen. Das hat natürlich auch einen Grund. Die Asynchronmaschine ist nämlich robust. Asynchronmaschinen, wenn man der nur ein Minimum an Aufmerksamkeit zukommen lässt, das wird nicht hin. Ja. Da gibt's, ja, es gibt Lager, die halten das schon aus, aber es gibt keine Schleifkontakte. Gar nichts. Ja. Zumindest bei vielen Bauformen. Schauen wir sie auch an. Ja. Aber eine Asynchronmaschine muss keine Schleifkontakte haben, trotzdem dreht sie sich. Ja. Also, das ist komisch. Ja. Also eine Asynchronmaschine ist sehr robust, geringer Wartungsaufwand. Da kann man sich sagen, ja, wieso hat man dann überhaupt irgendwas anderes verwendet, ja, wenn das so super ist. Nun, wir haben bei der Gleichstrommaschine ja gesehen, dass der Traktionsmotor eigentlich ganz lässig ist, ja, gute Kennlinien hat und so weiter und auch drehzahlregelbar ist. Und da hatte die Asynchronmaschine wirklich Probleme bei der Drehzahlregelbarkeit, weil man muss nämlich die Frequenz des angetriebenen Drehstroms verändern. Und das hat man nicht so gut hinbracht. Frequenzveränderungen sind nicht so einfach. Und deswegen war die Asynchronmaschine in vielen Bereichen eben unterlegen der Gleichstrommaschine. Und mit der modernen Leistungselektronik haben wir es mittlerweile im Griff, dass, ja, jetzt gehen wir auch in die Megawatt rein. Ja? Also die Asynchronmaschine hat diese Bereiche dank der Leistungselektronik und dank der Frequenzumrichter, werden wir auch sprechen in dieser Serienvideos, jetzt erobert. Ja? Jetzt kann es ihre Vorzüge überall ausspüren, ja. Also wartungsarm, einfacher Aufbau mit Frequenzumrichter und Drehzahlvariabel, was wollen wir mehr? Ja. Und entsprechend breit ist das Spektrum der angebotenen Asynchronmaschinen mittlerweile. Also da sind kleine Asynchronmaschinen, haben ein paar Watt, ja. Und riesige Asynchronmaschinen für Antriebszwecke und so weiter, 30 Megawatt. Also, man findet schon was für sein Go-Kart oder für sein Auto oder für sein, egal was man antreiben will, mit 30 Megawatt bist du schon ziemlich gut dabei. Ja, also, das war so ein bisschen eine Einstimmung auf die Asynchronmaschine. Wie eine Asynchronmaschine funktioniert, schauen wir sie in den kommenden Videos an. Okay? Also, es wird geben, das nächste Video wird handeln über das Drehfeld. Haben wir noch gar nicht besprochen. Ja, was ist ein Drehfeld? Warum heißt Drehstrom Drehstrom? Das wird uns da klar werden, wenn wir über das Drehfeld sprechen. Ja, das ist im nächsten Video. Und dann schauen wir uns an, was dieses Drehfeld für eine Wirkung auf das Ding in der Mitte hat, ja, den Anker. Für diese kurze Einführung sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.